Schau Töpfen! Heute nehme ich euch mit bei der Fertigung dieser wunderschönen Lotusblüten-Kerzenhalter-Sache. Gegossen hatte ich das Teilchen schon vor einem Jahr. Da habe ich noch nicht so viel mitgefilmt, deswegen hier nur den Prozess des Entmodellierens. Und begonnen hat es natürlich erstmal mit zwei Schichten von diesem wunderschönen metallischen Kupfer. Ja, ich weiß auch nicht, ich liebe irgendwie total diese Metallic-Farben. Keine Ahnung warum. Und als dann überall die zwei Schichten drauf waren, ging es dann ans farbliche Dekorieren. Ich habe mir für das Stück so ein Dotting-Muster ausgesucht, sage ich jetzt mal, oder überlegt. Ja, ich habe das sehr spontan mir alles überlegt, aber das sind ja dann manchmal im Endeffekt die besten Kompositionen. Und dabei nehme ich euch jetzt ein bisschen mit, wie ich das nach und nach dekoriert habe. Zwischendurch müssen die Farben ja immer wieder trocknen, deswegen sind das im Endeffekt Zusammenschnitte aus vielen verschiedenen Tagen. Und manchmal hat man ja auch für ein Stück gerade nicht so die Muse. Und hier habe ich praktisch dann auch schon angefangen, wieder Punkte in die Punkte reinzusetzen. Weshalb man ja auch zwischendurch das Ganze immer gut trocknen lassen muss. Und als ich dann mit dem Muster zufrieden war, ging es dann ans Lackieren. Beim Lackieren muss man bei dieser Metallic-Farbe immer ganz doll aufpassen, denn irgendwie nimmt die Farbe wieder etwas ab. So sieht das gute Stück am Ende aus. Und jetzt auch noch ein paar Mitschnitte, wie das Ganze dann nachts aussieht, denn das ist ja eine Solarkerze. Ba-da-da-dum-dum-dum-ba-da-da-da-dum-ba-da-da-dum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 -dum-ba-da